Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz.
Moderatorin aus Ludwigshafen. Ich finde XXL Info, das Magazin für Rhein-Main-Neckar, gut, weil es mehr aus unserer Region bringt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von XXL Info, Ihrem Magazin für Rhein-Main-Neckar. Von mir gab es längere Zeit nichts zu sehen, das ist nicht ganz so richtig, zumindest haben Sie mich selbst nicht im Fernsehen gesehen, aber vielleicht erinnern Sie sich an die Produktion Human Rights, Menschenrechte 2000+, eine Produktion, die schon mehrfach gesendet worden ist auf diesem Kanal, und keine Angst für diejenigen, die es nicht gesehen haben, es kommt noch einmal. Human Rights, Menschenrechte 2000, eine Produktion, die über den 9. November 1938 und 9. November 2000 handelt. Heute ist XXL Info, das Magazin für Rhein-Main-Neckar, angesagt, und hier die Themen. Wo ist denn nun Gott? Auf der Suche nach Gott. Dr. Heiner Geißler, der Südpfälzer Politiker, Bundestagsabgeordnete und ehemalige Generalsekretär seiner Partei, hat im Kulturraum in Speyer sein neues Buch »Wo ist Gott?« vorgestellt. Er hat Gespräche mit Jugendlichen geführt und diese skizziert. Hier mehr Informationen. Also was muss man sich da denken? Und wenn man so debattiert, dann kommt man unweigerlich auf die Frage nach einer den Menschen vorgegebenen Instanz, nach Normen, die dem Menschen vorgegeben sind, die er nicht manipulieren kann. Und wenn man diese Frage stellt, dann landet man sofort bei Gott. Das Buch ist im Übrigen auch so aufgebaut. Wir haben über eine Fülle von Fragen geredet immer wieder. Das ist kein, das ist ein Gesprächsbuch, aber es ist nicht so, dass ich die Fragen aufgeschrieben hätte von Anfang an, sondern ich habe sie im Nachhinein wiederbelebt und habe sie formuliert, habe mit vielen jungen Leuten auch noch einmal geredet im Nachhinein und habe dann darauf die Antworten formuliert. Es ist ein Gesprächsbuch, also keine Abhandlung, kein Traktat über die Frage, die mit Gott zusammenhängt oder Fragen, die mit Gott zusammenhängen, sondern es ist dialektisch. Also Frage, Antwort, dann wird die Frage wieder hinterfragt. Es ist so ein bisschen aufgebaut, wie man früher disputiert hat. Also das Muster war die alte Disputatio, wie sie in der Scholastik und später auch in den späteren Philosophie-Auseinandersetzungen an den Universitäten immer wieder gepflegt worden ist. Also zum Beispiel die Form, wie der Dr. Eck disputiert hat mit dem Dr. Martin Luther auf dem Reichstag in Worms, nicht weit von hier. Die haben auch in der Form einer Disputatio ihre Auseinandersetzungen vor dem Reichstag geführt. Eine Form, die ich für sehr gut halte, weil es doch auf der einen Seite die Möglichkeit gibt, immer weiter vorzudringen. Die Fragen werden noch einmal hinterfragt und dann wird weitergebohrt und dann gibt es wieder Antworten. Und also man kommt dann schon leichter auf den Grund, und außerdem ist es spannender. Es ist viel lockerer und spannender, als wenn man so einen zusammenhängenden Traktat da lesen muss, gerade über eine solche Frage. Der zweite Grund ist, dass ich gedacht habe, ich reaktiviere mal wieder einiges, was ich gelernt habe. Ich habe ja auch Philosophie studiert. Einige von Ihnen wissen, dass ich ursprünglich Priester werden wollte. Ich bin in den Jesuitenorden eingetreten und war da 4 Jahre, habe auch schon die Gelübde abgelegt und habe nach 4 Jahren gemerkt, also ich kann von den 3 Gelübden Armut, Keuschheit, Gehorsam mindestens 2 nicht so richtig halten. Es war nicht die Armut. Dann bin ich wieder ausgetreten. Das war auch völlig richtig so. Manche merken das dann erst mit 45 oder 50 Jahren, sich die Fragen aufgeschrieben hätte. Dr. Heiner Geißler, 70, präsentierte sich im Speyerer Kulturraum, wie ihn nicht jeder kennt. Zur Autorenlesung sind politische Prominenz, Künstler und geistliche Würdenträger aus der Region gekommen. Geißler beschäftigte sich nicht zum ersten Mal mit Gott.
Bereits vor 3 Jahren veröffentlichte er das nicht gehaltene Versprechen, Politik im Namen Gottes. Wo ist Gott, ist kein neuer christlicher Leitfaden auf dem Weg zu Gott. Es ist ein philosophisches Buch, das Wege aufzeichnen soll, wie man Gott finden kann. Gespräche mit der nächsten Generation sind Reflexionen über Diskussionen und Zusammenkünfte mit Jugendlichen zum Thema Gott und die Welt. Er hat mit seinen Söhnen, ihren Freunden, mit Berufsschülern, Abiturienten, Eltern, mit Mitgliedern der katholischen und evangelischen Jugend und mit Studenten gesprochen. In seinem Buch hat er Fragen und Antworten in 7 Gesprächen zusammengefasst. Es geht um Zweifel der Menschen, Gottesbeweise und Weltreligionen, über Gründe gegen Gott, Atheismus und Materialismus, das Recht des Stärkeren über Menschen und den Tod Gottes. Geißler beschäftigt sich mit Erkenntnissen der Naturwissenschaften, Entstehung und Ende des Universums, mit Zufall und Notwendigkeit, Vernunft und Glaube, mit Bildern von Menschen und dem Sinn des Lebens, mit dem Bösen, Leid und Elend auf dieser Welt. Er hat Ideale und ist auf der Suche nach Vorbildern und dem Menschen Jesus. Heiner Geißler wollte Theologe werden, studierte als Mitglied des Jesuitenordens Philosophie in München und hat Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen studiert. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und des Ausschusses für Menschenrechte. 7 Bücher hat er geschrieben. In seinem nächsten Buch geht es auch um philosophische Betrachtungsweisen und Gott. Wo aber ist Gott zu finden? In der Natur, aber nicht überall. In der kosmischen Singularität vor dem Urknall, in der Liebe der Menschen, in der Überwindung des Bösen, in der Musik von Bach, Mozart und Beethoven und in den Menschen Jesus. Er gelangt zur Erkenntnis, dass Gottes Existenz nicht beweisbar ist. Der Glaube an Gott gibt dem Leben mehr Sinn, als wenn es ihn nicht gäbe. Für junge Menschen, die auf der Suche nach Vorbildern sind, und für Politikverdrossene hat Geißler eine Antwort. Wenn ihr Vorbilder sucht, dann könnt ihr sie nicht immer unter den Politikern finden, sondern in Jesus und den Menschen, die ihm nachgefolgt sind oder sich einfach so verhalten haben, dass es Jesus gefallen hätte. Das Buch des dreifachen Familien- und vierfachen Großvaters Dr. Heiner Geißler und Bundestagsabgeordneten passt gut zur Vorweihnachtszeit und zum Jahresanfang. Zumindest dann, wenn Weihnachten mehr bedeutet als nur ein kommerzialisierter Event vor Ende eines Jahres. Wo ist Gott? Lädt dazu ein, sich in der Thematik zu vertiefen und führt zum Buch der Bücher, der Bibel, die viele Antworten geben kann für jene, die mehr wissen wollen. Wo ist Gott? Gespräche mit der nächsten Generation, 140 Seiten stark, ist erschienen im Rowohlt Verlag Berlin, ISBN Nummer 387134-4109 und in jeder Buchhandlung erhältlich. Ich habe mit Dr. Heiner Geißler über sein Buch gesprochen. Hier Fragen und die Antworten auf meine Fragen. Existenzielle Fragen geben natürlich eine Rolle und soweit auch die christliche Antwort. Ich habe vor ungefähr 3 Jahren ein Buch geschrieben über Politik im Namen Gottes, das nicht gehaltene Versprechen. Das ist eine politische Auseinandersetzung gewesen mit denen, die sich in der Politik auf den Namen Gottes berufen und ihn sehr oft missbrauchen. Das jetzige Buch Wo ist Gott ist ein philosophisches Buch, das Wege aufzeichnen soll, wie man Gott finden kann. Und es sind Gespräche, die ich mit jungen Menschen geführt habe. Und ich glaube, dass diejenigen, die an diesen Fragen Interesse haben, vieles finden können, das ihnen weiterhilft. Wie sind Sie auf das Thema gekommen? Wo ist Gott? Wo ist ja, durch viele Gespräche mit jungen Menschen. Wenn man über die Frage Politik und Moral, Ethik und Macht spricht, dann landet man unweigerlich in kurzer Zeit bei der Frage nach Gott, weil wir für die Menschenwürde und für die Menschenrechte eine Instanz brauchen, die dafür garantiert, dass die Menschenrechte nicht manipuliert
nicht zur Disposition der Menschen gestellt werden und dann sind wir bei der Frage nach Gott. Sie sind Mitglied einer Partei, in der das C steht, aber jeder weiß, dass die CDU genauso wenig christlich ist, wie die SPD sozial eingestellt ist. Sind Sie selbst persönlich religiös eingestellt? Also weiß ich nicht, ob das jeder weiß, aber ist es richtig, dass der Anspruch, der in dem C im Namen der CDU verankert ist, sehr oft nicht erfüllt wird. Ich bin trotzdem dagegen, dass man dieses C streicht aus dem Namen der CDU, weil sich dann die CDU-Leute überhaupt nicht mehr anstrengen, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und dieser Anspruch muss bleiben, weil es ein Anspruch ist, der gründet auf dem christlichen Menschenbild, das eben sich unterscheidet vom nationalistischen, nationalsozialistischen, marxistischen, fundamentalistischen Menschenbild, das die Menschen einteilt in bestimmte Klassen, deren Rechte dann unterschiedlich in der Gesellschaft bewertet werden. Und das christliche Menschenbild geht davon aus, dass der Mensch in seiner Würde unantastbar ist, unabhängig davon, ob er Mann oder Frau ist, aber auch unabhängig davon, ob er Deutscher oder Ausländer ist, Christ oder Jude, Weißer oder Schwarzer. Du selbst ein Christ. Ich bemühe mich, Christ zu sein. Ob ich allen Ansprüchen gerecht werde, das bezweifle ich selber. Wie wichtig sind für Sie Konfessionen? Also ist es wichtig, katholisch oder evangelisch zu sein? Also das ist nicht von so großer Bedeutung. Und ich finde, man sollte das Gemeinsame für wichtiger halten als das Trennende. Gibt es Ihrer Ansicht nach Gott? Gibt es ihn? Die Zweifel bleiben immer, aber in der Abwägung der Argumente bin ich der Meinung, dass mehr Argumente für Gott sprechen als gegen ihn. Jesus war ja auch ein Revolutionär. Glauben Sie an ihn? Finden Sie gut, was er gemacht hat? Jesus hat eine Botschaft verkündet, die auch eine politische Dimension hat. Und diese Botschaft kann die Welt verändern, auch heute. Das wievielte Buch ist es jetzt insgesamt, was Sie in Ihrer Laufbahn geschrieben haben? Das weiß ich nicht, aber 10, 12 auf jeden Fall. Ich habe noch mehr Bücher rausgegeben, wo ich nicht alles selber geschrieben habe. Aber Bücher, die ich selber geschrieben habe, das sind, sagen wir mal, 7. 7 Bücher selbst geschrieben? Ja, und zwar wirklich selber geschrieben. Eigenhändig, nicht schreiben lassen. Die Organisatoren des Speyerer Kulturraums können zufrieden sein. Den Besuchern hat's gefallen und natürlich auch den Zuhörern. Dr. Heiner Geißler signierte seine Bücher und suchte das Gespräch mit den Zuhörern. Wo ist Gott? Eine Neuerscheinung vom Bundestagsabgeordneten und Südpfälzer Dr. Heiner Geißler. Hallo, ich bin Elke de Witt, Autorin aus Ludwigshafen. Ich finde XXL Info, das Magazin für Rhein-Main-Neckar, gut, weil es mehr aus unserer Region bringt. Nach 2 Monaten ist er endlich fertig. Einige 100 Stunden Schnittzeit und knapp 2 Tage Frösteln war angesagt für Elke Anita Wegit und meine Wenigkeit, Blaue Märchen. Der Film ist fertig, erster Teil und demnächst auf diesem Kanal zu sehen. XXL Info, das Magazin für Rhein-Main-Neckar. Künftig gibt es bei uns Informationen aus Speyer, Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg. Von Stuttgart bis nach Frankfurt heißt es jetzt XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar. Wir berichten auch regional außer Vorderpfalz aus den Gemeinden Limburger Hof, Altrip, Mutterstadt, Neuhofen, Otterstadt, Waldsee und. Wenn Sie einen Teambeitrag für uns haben, schreiben Sie uns Willkommen HMA News Association and Foundation, Schillerstraße 31 in 67141 Neuhofen. Noch schneller geht's im Internet www.xxl-info.de.vu.
Oder rufen Sie uns an, die 06236 52434 oder 0171 40 30 418 über Mobilfunk. Im Januar und im Februar werden wir einen ausführlichen Rückblick auf das Jahr 2000 machen. Wir berichten vom Krönungsball der Tunesier in Neuhofen. Dort wurde ein neues Prinzenpaar gewählt und wir erklären Ihnen, was zu den Aufgaben einer so bildhübschen Prinzessin gehört. Wir sind dabei, wenn es in der Pfalz heißt, wir singen und lachen fröhlich zum Fasching. XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar. Das Millenniumsjahr 2000 ist schon fast vorüber. Und all die schlechten Prophezeiungen, die uns vorangesagt waren, vorausgegeben wurden, sind erfreulicherweise nicht eingetroffen. Es sei denn, wenn man das von der mathematischen Seite aus beleuchtet, denn danach hat das Jahr 2000 noch gar nicht begonnen. Die Mathematiker sagen, das Jahr 2000 beginnt am 01.01.2001, mit Ende des Jahres 2000. Große Katastrophen sind ausgeblieben, dennoch war das Jahr ereignisreich. Sie haben es zum Teil miterlebt in Blickpunkt Neuhofen und Vorderpfalz aktuell. Es gibt auch Neues zu vermelden, und das darf ich jetzt auch mal in eigener Sache machen, Neuigkeiten zu vermelden. Blickpunkt Neuhofen und Vorderpfalz aktuell wird es ab 2001 nicht mehr als eigenständiges Magazin geben, sondern als Rubrik in der Sendung XXL Info, Ihrem Magazin für Rhein-Main-Neckar. Ich will damit mit Zuschauer erreichen. Ich denke auch, Ludwigshafen könnte interessieren, was gerade in Neuhofen stattgefunden hat. Und umgekehrt, Menschen aus Mannheim kann natürlich auch interessieren, was hier in Ludwigshafen stattgefunden hat. Blickpunkt Neuhofen und Vorderpfalz aktuell wird Ihnen erhalten bleiben, aber künftig einschalten, wenn es heißt XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar. I'm Father Jejuri Amurwega from Uganda, Masaka, Diocese. I wish everybody listening and watching this program a Merry Christmas and a Happy New Year. Wir haben das Ende dieser Sendung erreicht, noch nicht ganz das Ende dieses Jahres. Das steht aber in wenigen Tagen bevor. Der offene Kanal macht Ferien, wir machen auch Ferien, eine Kreativpause, dennoch werden wir natürlich jetzt auch schon weiterdrehen für XXL Info. Im kommenden Jahr gibt es einen ausführlichen Jahresrückblick. Einschalten, wenn es dann heißt XXL Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Zuschauern, bei allen, die geholfen haben, beispielsweise Elke, Anita, David, Franz Ganninger aus Speyer und viele Dutzend andere, herzlich bedanken. Natürlich auch mein Dank an den offenen Kanal und mein Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns gewogen waren. Und ich hoffe, sie bleiben uns weiterhin gewogen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, haben Sie schöne Festtage, frohes Weihnachtsfest und kommen Sie gut ins neue Jahr, rutschen Sie gut rein, bleiben Sie gesund und denken Sie daran, wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal, sage ich Tschüss, Ihr Andreas Petler. XXL Info, das Magazin für Rhein-Main-Neckar, gibt es von Stuttgart bis Frankfurt für Rhein-Main-Neckar. Wir berichten aus Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal. Aus Neuhofen, Mutterstadt, Altrib, Waldsee, Otterstadt, Schifferstadt, aus der Vorderpfalz. Und wir freuen uns auf Sie im nächsten Jahr 2001. Bundeskanzler Gerhard Schröder war bei der Ludwigshafener BASF zu Gast. Einen ausführlichen Bericht bei XXL Info werden Sie im Januar sehen. Und das gleiche beim Gewinn. Und XXL Info, das Magazin. Ich bedanke mich sehr für die Möglichkeit, hier zu sein und wünsche wirklich Ihnen allen, euren Familien, gesegnete Weihnachten, sehr, sehr gutes neues Jahr. Vielen Dank. www.xxl-info.de.vu